So, oh, hallo YouTube, hier ist der Triple the Kid, also ein Schweizer Controller an die Wand und hier spielt der FC Bayern gegen den US Palermo. Palermo, sorry, Verspeifelung gegen US Palermo. Und hier ein Freundschaftsspiel für meine aktiven Fans. Und der unparteiische Schiedsrichter wurde gerade eben genannt. Wir freuen uns auf die Party. Natürlich hier in München in der Allianz Arena. Gucken, was der FC Bayern hier auf den Rasen bringt. So, hier sehen wir den unparteiischen Schiedsrichter aus Brasilien mit seinem Gespann. Und dann gucken wir jetzt kurz auf die Aufstellungen beider Mannschaften und dann geht's ja schon los mit dem gediegenen Kick. Schürrle hat FC Bayern verpflichtet, war letzte Saison noch nicht dabei. Und natürlich im Tor wahrscheinlich wieder Manuel Neuer. So wie ich das jetzt richtig gesehen habe beim FC Bayern. Und Palermo geht hier ziemlich offensiv ans Werk. Und hinten stehen sie natürlich auch eng. Und Anpfiff, hier die Party beginnt. Zweikampf um den Ballbesitz. Raus auf den Flügel zu Thomas Müller. Und ein Eckball. Und hier ne, kommt die Ecke auch schon herein. Und der Kommentator ist jetzt nämlich spät dran. Thomas Müller arbeitet natürlich auch mit nach hinten. Und jetzt, was ist mit Rafinha los? Pass auf Thomas Müller. Oh. Das war ein hartes Foul und gelbe Karte jetzt dafür. Das ist natürlich übel. Gucken wir nochmal drauf hier. Ja, zu Recht wahrscheinlich. Thomas Müller hier, ersten gelbe Karte vorbelastet. Das ist der FC Bayern München mit viel Kombinations- und Tempo-Fußball mit vielen Nationalspielern in den eigenen Reihen. Ja, das wird gerne vergessen. Zahlreiche Spieler aus der eigenen Jugend sind bei den Bayern in den vergangenen Jahren zu Nationalspielern herangereift. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Dieser Ball verhungert leider. Ach was, Schwätzer, der hat ihn blockiert. Das war alles. Baumgartlinger scheint hier ein gutes Spiel zu machen. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Der Ball rollt jetzt aus. Philipp Lahm hat ihn als letzter berufen. Und jetzt gibt's hier regnet hier gelbe Karten. Neuer, den sicher.
Suarez. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt sieht er ab. Und er verfehlt das Ziel. Und hier nochmal ein weiterer Eckball. Der kommt jetzt ziemlich weiter rein. Und jetzt gibt's die gelb-rote Karte, das darf es doch nicht sein. Und hier viel zu hart reingegangen. Und hier hat der FC Bayern ein Kopfball-Duell gewonnen. Das gibt's doch nicht. Kein Durchkommen hier. Und Einwurf hier. Und der Schiedsrichter ist der streng, lässt nichts durchgehen. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Was gibt's jetzt hier? Ein Elfmeter verursacht durch Philipp Lahm und hier Manuel Neuer die Nummer 1 im Tor beim FC Bayern. Hält er ihn? Nein, er wird hier eiskalt verlagen. Das gibt es auch selten hier. Hier ist einfach kein Durchkommen hier durch diese starke Verteidigung. Und Eckball hier für den FC Bayern München. Ja, manchmal rutscht ein Ball im Meterschießen ja schon beim Zuschauen. Ha, willst du mich eigentlich verarschen? Der war nur dran, aber sag's keinem. Ein lieber Schiedsrichter. Du Pfeife, du. Thomas Müller lässt sich immer wieder weit nach hinten fallen, um die Anspielstationen zu machen. Hat ihn noch. Und Halbzeit hier. Steht es 1:0. André Schürrle ist vom Platz geflogen mit einer gelb-roten Karte. Das ist natürlich auch übel hier. Ja, gucken wir kurz auf die anderen
Testspiele auf den anderen Plätzen. Und dann geht's ja schon weiter. Thomas Müller hat ihn mit einer gelben Karte vorbelastet. Das ist natürlich bitter. Müller, sorry, lässt sich natürlich immer wieder weit zurückfallen. Flanke, sie kommt rein, aber nicht optimal genug. Jetzt mal gucken, wie der FC Bayern das hier regelt. Ach, den kann er nicht kontrollieren. Foul und ha, da kriegt man eine Ermahnung. Ich glaube, ich bin, glaubt mein Schwein pfeift. Oh, und hier wieder verzogen. Plockt er den letzten Abwehrspieler. Kriegt denn der Thomas Müller? Hängen geblieben in der Mauer, das gibt's auch nicht. Da wollte er abgrätschen. Thomas Müller. So Grätsche angesetzt. Und Flanke kommt gut herein. Pfosten, das gibt es doch nicht. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner Sprung über die Beine des Gegners. Vergebens gegrätscht, mein Lieber. Das ist peripheres Sehen. Den hat er im Augenwinkel kommen sehen und lässt ihn dann wunderbar ins Leere grätschen. Das ist klasse. Und Einwurf hier für den FC Bayern München. Und Wechselzeit hier bei Bayern. Time for change.
Müller. Schweinsteiger. Sehr gute Kombinationen. Jetzt fehlt nur. Das hat er gut gemacht, wie er den Ball da mächtig wegfaustet. Toll, ja, das macht uns. Oh, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Das gibt's auch selten. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Ein ums andere Mal kommt heute seine Pässe an. Suarez! Und es ist noch nicht vorbei. Und da rettet er schon wieder. Und einmal mehr Endstation Torwart. Und jetzt. Jetzt ist er durch. Foul, Schiri. Und wieder vorbei. Den muss er machen, den muss er. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Alle mal nach vorne. Und noch eine Offensivkraft, noch ein Stürmer. Also und noch ein weiterer Stürmer. Sechs Offensiven, das ist gefährlich, aber das zeigt den Willen. Immer nur schießen, nutzt auch nichts. Das sehen wir hier in der Schussstatistik. Ja, ganz deutlich. Also, wenn du deine wenigen Chancen nutzt, dann führst du. Alles andere ist egal. Und was gibt's? Ein Freistoß, Frank. Ich hätte ihn runtergeschmissen. Ja, da hat er riesen Muscle, da hat er wirklich Glück, dass er da nicht. Aus, vorbei. Der FC Bayern verliert er leider unenttäuscht mit 1:0. Richtig schlechte Leistung hier abgeliefert, aber. Diese Mannschaft ist einfach eine Bombe, da kommst du nicht durch. Ums Verrecken kommst du da nicht durch. Durch diese Abwehr. Wir gucken jetzt nochmal auf die Chancen hier. Ja, eins ums andere Mal kam sie vors Tor. Und dann hier der unglückliche Elfmeter verursacht durch Philipp Lahm. In der 40. Minute hat zum Tor geführt. Und hier hätten wir zum Ausgleich kommen können, kommen müssen schon fast wieder. Durch den Elfmeter. So, das war's dann von mir. Wir gucken jetzt auf die Statistik, auf die anderen Spiele. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Triple Ticket.